Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen. Alter, wir haben ja gar kein Holz und kein Wasser mehr. Oh Gott. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Ja, ich habe gleich mal starke Probleme hier. Wir müssen auf jeden Fall zurück ins Dorf und uns erstmal da so ein bisschen drum kümmern. Oh mein Gott. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Let's go. Stimmt, wir haben beim letzten Mal die Quest, diese verrückte Quest gemacht mit dem verrückten Typen. Und sollen jetzt auf die nächste Jahreszeit warten. Wieder mal. Naja. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um unser Dorf kümmern. Entschuldigung. Ey, was ist denn da los? Ich trinke Cola. Es tut mir leid. Wir haben unser Dorf ein bisschen vernachlässigt. Würde ich jetzt mal behaupten. Ahahaha, Pferd ist kaputt. Oh. Kommen wir hier rückwärts raus? Gehen Sie ein bisschen rückwärts, Pferd? Ja, ja, sehr gut. Arsch voran. Und schon geht's. So, was ist schlimmer? Ich glaube, Brennholz im Winter ist jetzt unser erstes Problem. So, 220 Brennholz, ab ins Lager damit. Und danach müssen wir sofort die Eimer rausnehmen und wieder was zu trinken holen. Okay, 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 okay. Wir haben ja auch noch einen Eimer mit saurer Milch. Ist die Frage, was machen wir damit? Können wir damit irgendwas backen? Ich glaube schon, ne? Die zwei Käse tue ich mal noch hier rein. Und das gebratene Fleisch ist halt auch noch eigentlich nicht mehr gut. Eigentlich nicht mehr gut. So, jetzt haben wir noch 5 Probleme in den Werkstätten, die wir haben. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was ist jetzt das Problem? Grabungsschuppen hat kein Werkzeug mehr. Uncool. Ich glaube, weil wir keine Kupferspitzhacken herstellen können, ist das noch unser Problem. Deshalb würde ich jetzt mal schnell... Ich würde jetzt mal schnell sagen, ich mache das jetzt, ich erledige das mal selbst. Und zwar mache ich jetzt Bronzespitzhacken. Erstmal mache ich mir selbst eine Steinspitzhacke, damit ich Zinn abbauen kann. Bei Kupfer haben wir ja noch genug. Wir brauchen ja halt nur Zinn, damit wir dann Zinnbarren, Kupferbarren herstellen und daraus dann Bronzebarren. Wie gefällt das hier bei den Hühnern? Ja, sehr schön. Der hat eben straight an die Wand geguckt. Als ob er so einen kleinen depressiven Moment hatte, so. Hm. Ja, ist schon hart hier im Dorf, ne? Schade halt, dass die Grabungsschuppen keinen Zinn abbauen können. Weil sonst hätte ich das veranlasst, damit wir ja, schnell Bronzebarren kriegen. Aber die können nur Kupfer abbauen. Ich verstehe es nicht. Obwohl die hier direkt neben der Mine sind und obwohl die eigentlich auch nur eine Spitzhacke brauchen, ne? Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber wie so viele Dinge in diesem Spiel. Ist ja nicht das erste und einzige Mal, dass es hier ein bisschen sinnfrei wird. Ich hatte heute einen Kommentar gelesen unter dem Video, wo ich... Wo ich die Mohnblüten zum ersten Mal gesehen habe und so ein bisschen gegoogelt habe, dass es ja anscheinend mehr als eine Art Mohn gibt, dass jemand noch ein bisschen weiter recherchiert hat und gesagt hat, dass der rote Mohn ja der Klatschmohn ist, wenn ich mich recht erinnere, und dass es den schon zu Römerzeiten gab und man sich einfach, also einfach in diesem Spiel von den Entwicklern her dazu entschieden hat, die weniger bunte Art Mohn hier anzubieten. Was ich ein bisschen schade finde. Naja. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. So, hier haben wir leider nichts mehr. Da müssen wir Kupfer aus dem Lager holen. 17 Barren konnten wir jetzt herstellen. Dann brauchen wir auch ungefähr, wir brauchen ja 2 Erz für einen Barren. Alter, wir haben noch 99 Barren. Dann nehme ich mir einfach mal 17. So, dann haben wir genug. Dann haben wir Barren und brauchen noch, glaube ich, Holzstämme, ne? Nehmen wir einfach 24 mit.
sind höchstwahrscheinlich zu viele, aber wir müssen jetzt erstmal aus Zinn und Kupfer Bronze schmieden. Geh mal weg hier. Die steht mir auch immer im Weg, ne? Die weiß ganz genau, was ich will, wenn ich komme, und dann stehen mir immer im Weg. So. Jetzt weiß sie, ich habe Metall geschmolzen zu Barren, dass ich jetzt an den Amboss muss. Das weiß sie. Darum stellt sie sich dahin. Provokativ. Ich bin schon verheiratet, ja? Also such dir einen anderen. So. Bronze-Werkzeuge, Bronze-Spitzhacke. 8 Stück. Na dann. Okay. Dann dürften die Grabungsschuppen jetzt sehr gutes Werkzeug haben. Für eine ganze Weile. Und die kriegen nochmal eine Steinspitzhacke. Und dann dürften sie mir eigentlich gar nicht mehr auf den Sack gehen. Erstmal für ein paar Jahre. Mindestens. So, jetzt haben wir nur noch 2 Probleme in der Verwaltung. Schön, schön, schön. Einmal hat der Holzschuppen kein Werkzeug. Der Holzschuppen hat kein Werkzeug? Aber wir stellen doch... Warte. Stellen wir nicht Kupferäxte her? Schaffst du das nicht? Werden die zu oft ver... Wir stellen eine halbe Kupferaxt pro Tag her. Wir haben keine Kupferäxte. Krass. Das heißt für mich... Ich habe eine Fruchtfliege auf der Hand. Das heißt es nicht, aber das heißt für mich, dass wir schneller die Kupferäxte verbrauchen, als wir sie herstellen. Das ist schlecht. Aber wir haben genug Stöcke, wir haben genug Barren. Ich stelle jetzt erstmal selber Kupferäxte her. Wird uns vielleicht doch die 2. Person in der Schmiede? Alter, hier ist schon wieder eine Fruchtfliege. Geh weg! Schwirrt mir vor der Nase rum. Jetzt sitzt sie auf meinem Mikrofon. Ich hab sie. Nee, da ist noch eine. Hä? Ich werde angegriffen. Kupferwerkzeug. Kupferaxt. Ach, bei Holzstamm. Der. Ah, okay. Wusste ich nicht. Geh nicht ans Amboss. Geh nicht ans Amboss. Ich muss da gleich nochmal ran. So. Den Erz kommt ja auch rein. Hier auf meiner Hand. Was will die denn von mir? Diese Fliege. Dann wird zu viel Obst im Haus. Boah, 10 Kupferäxte. Da habt ihr wieder euer Werkzeug. Wie viele Probleme haben wir jetzt? 2. Warum? Fischerhütte hat kein Material. Näherei hat kein Material. Okay. Das ist okay. Das ist so gewollt. Das muss so. Jetzt ist Feierabend. Auch gut. Dann sind wir jetzt gleich wieder im Frühjahr. Ich überlege, ob wir vielleicht... Ja, wir werden auf jeden Fall diese verrückte Quest zu Ende bringen. Wo wir auf die nächste Jahreszeit warten sollten. Und ich glaube, ich gehe jetzt auch schon in mein Haus zurück. Und leg mich hin. Ach so. Okay, können wir noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen warten. 5 Personen sind einfach schwanger. Wir gucken mal kurz, was die machen. Also die Fischerin ist schwanger, die Schmiedin ist schwanger. Es ist ja alles Kacke. Die Näherin hat schon 5 in Produktion. Die geht ja steil. Top, sehr gut. Mathilda Scheunknecht ist schwanger. Die Köchin ist schwanger und eine Landwirtin ist schwanger. Auf den Feldern sieht immer noch alles okay aus. Müssen uns um nichts kümmern. Wird im Winter eigentlich irgendwas ausgesät? Nee, das macht auch keinen Sinn, oder? Dass im Winter was ausgesät wird?
Ja, sieht aber alles okay aus. Ich hoffe, ich kann jetzt pennen gehen. Ich möchte bitte ins Frühjahr. Ich möchte mich wieder umziehen. Zwei. Eins. Null. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Jetzt müssen wir mit Bronimir sprechen. Und mein Kind, meine Tochter, ist auf jeden Fall schon so groß, dass sie laufen kann. Auch nicht schlecht. Steuern zahlen. Wie viel Money haben wir? Das reicht auf jeden Fall nicht. Wir müssen 7000 Steuern bezahlen. 7000? Ihr habt doch ein zu viel. Wir gucken mal ganz kurz, wer hat jetzt keinen Job? So. Kanuta kann wieder angestellt werden. Du darfst wieder... Tierzüchter sind noch alle da. Ist gut. Ja, du darfst wieder im Feldschuppen arbeiten. Weil da fällt demnächst jemand aus. So. Übislava hat eine 3 in Produktion und eine 3 in Landwirtschaft. Du darfst auf jeden Fall... die Fischerhütte ist unbesetzt, ne? Haben wir jetzt schon in der Küche? Haben wir noch jemanden? Ja. Und wie sieht es in der Schmiede aus? Haben wir auch noch jemanden? Aber ich setze dich trotzdem in der Schmiede ein, weil demnächst wird die da ausfallen. Okay. Ansonsten sieht es alles gut aus. Wir haben halt keinen Fischer gerade. Aktuell. Oh Gott. Ein einfaches Haus ist kaputt. Hier ist ein einfaches kleines Haus kaputt. Ist das alles drüben? Ja, ist alles oben, die Häuser, die ich eigentlich abreißen wollte. Der Grabungsschuppen ist kaputt, ja. Hühnerstall und die Küche müsste repariert werden. Machen wir das doch erstmal. Kümmern wir uns doch erstmal um die kaputten Gebäude. Nee, nicht verputzen, sondern Reparatur. Erstmal die Küche. Küche 2 wäre halt mal auch wirklich was, was Sinn machen würde. Also vor allem für die Haltbarkeit der Küche. Wisst ihr, was ich meine? Damit wir die einfach nicht jede Jahreszeit immer wieder reparieren müssen. Ja, sowas wie Hühnerstall und Schweinestall und sowas wird uns nichts anderes übrig bleiben, weil die, glaube ich, nie aus so richtig krassem Material gebaut werden, ne? Die sind halt immer aus Stroh und Stöcken. So. Und bevor so ein Holzhaus kaputt geht, also hier bevor so eine Ehehütte irgendwie kaputt geht, da braucht es schon eine ganze Ewigkeit. Hat er wieder ein krasses Loch in seiner Bude. Wissen Sie überhaupt, wie viel Stroh kostet? Rechnung kommt. So, haben wir noch was? Nee. Hier sind zum Glück immer nur die Dächer. Alter, wie viele Löcher du in deinem Dach hast? 4 Stück. Boah, ist das immer dumm, hier diesen Point zu treffen, dass man es reparieren kann. Mann. Ach, jetzt komm, geh weg. So. Das Haus geht nicht kaputt. Niemals. Gucken wir nochmal in die Verwaltung rein. Ja, Fischerhütte hat halt gerade kein Mensch, der da drin arbeitet. Ansonsten sieht es sehr, sehr gut aus. Gucken wir nochmal kurz durch die Technologien. Alter, die Mine. Wie viele Punkte haben wir? 4.942 von 5.000. Also Mine muss diese Folge noch fallen. Was brauchen wir da? Bautechnik. Wie
farmt man denn Bautechnik? Bautechnik. Entwickle diese Technologie weiter, indem du Rohstoffe gewinnst und Gebäude baust. Entdecke neue Schemata und lerne fortschrittliche Gebäude. Rohstoffe gewinnen. Heißt das, wenn ich Bäume fälle, kriege ich Bautechnik? Ja, dann kommt das automatisch. Der Kuhstall ist auch bald freigeschaltet. Also wir sind auch schon wieder Richtung Kuhstall. Das ist gut. Da können wir dann auch mal gucken, wo wir den hinsetzen. Küche 2 sind wir auch auf straighten Weg zur Küche. Sehr, sehr schön. Ah, ich sehe schon. Ich habe schon was gesehen. Ich wurde schon gespoilert. Erstmal, Hühner läuft. Hahn ist da. Und alles voller Hühner. Ich überlege eventuell, dass ich irgendwann mal die Hühner gegen Gänse eintausche, weil ich in einem Kommentar gelesen habe, dass Gänse tatsächlich effizienter sind als Hühner. Also die leben länger. Die geben mehr Fleisch. Und das sind schon zwei Punkte, wo ich sage, okay, cool. Dann sind Gänse einfach die besseren Hühner. Und die legen halt auch Eier. So. Beine. Wir haben ein weibliches Ferkel. Sehr gut. Schafe. Läuft. Ich habe keinen Überblick. Wenn die voll sind, sind die voll irgendwann. Ja, die sind noch zwei Fohlen. Schade, sonst hätte ich sie schon verkauft. Ich glaube, ich mache nochmal eine kleine Kacki-Runde. Na, du kleines süßes Schwein. So, ach ja, die Schafe müssen wir noch. Stimmt, bei den Schafen müsste auch Kacki drin sein. Alter. Stellt euch vor, wir haben hier noch einen. Noch einen Schafschuppen. Das wäre krass. Wisst ihr, was bei so viel Schafen eigentlich noch fehlt? Komm her, hier, komm, komm. Na los. Jetzt. Da. Da hättest du wenigstens mal richtig was zu tun. Hast du gerade die Maus bedient? Also er guckt sehr interessiert nach den Schafen. Das wär's, ne? Ui. Ui. Das war's mit Hunden. Hunde-Action. Wir werden den ganzen Arbeitsplatz voll haben. So. Plugs wird gesät. Sehr gut. Natürlich auch die Frage jetzt, wo kriegen wir die Kohle her für die Steuern? Alter, 7000 ist schon heftig. Heftig. Also wenn die jetzt so viel sehen und hier zu tun haben im Frühjahr, würde ich sagen, dass wir den Kuhstall auch heute noch freischalten. Ich bin mir da ziemlich sicher. Das wird was. Ich würde jetzt aber erstmal mich kurz umziehen gehen und dann nehmen wir mal die Quest noch mit. Oder? So, offenes Haar. Für den Sommer. Naja, erstmal Frühling. So, wo ist mein Pferd? Auf der anderen Seite des Flusses, ne? Schon wieder in seinem Käfig. Also wenn wir demnächst noch einen Fischer finden sollten, wäre das, glaube ich, ganz gut. Weil zurzeit ist ja die Fischerhütte unbesetzt. Vielleicht haben wir hier gleich Glück, wenn wir die Quest abschließen und die 300 Reputation bekommen, dass wir uns hier gleich jemanden besorgen können, der vielleicht eine 3 in Fischen hat oder so. So, bist du der Dorfvorsteher? Ja, hier. Wie läuft die Wahl? Alles wie geplant? Ich fürchte, wir haben eine Pattsituation. Es gibt ein paar Dorfbewohner, die sich weigern abzustimmen. Ich nehme an, sie haben sich noch nicht entschieden, wem sie ihre Stimme geben sollen. Das Problem ist nur, dass es keine Zeitbegrenzung für die Stimmenabgabe gibt. Also können wir die Wahl nicht abschließen. Die Sache ist, die Zeitbegrenzung war nie nötig, weil jeder so schnell wie möglich abstimmen wollte, damit die Festessen danach beginnen können. Früher hatten wir allerdings auch immer nur einen einzigen Kandidaten auf das Amt des Dorfvorstehers. Diesmal ist es ein Durcheinander. Gibt es etwas, was ich tun könnte, um zu helfen? Ich kann nicht selbst eingreifen. Das könnte als Versuch verstanden werden, die Abstimmung zu beeinflussen. Du auf der anderen Seite, du könntest nachfragen, was die zögernden Dorfbewohner für Probleme haben. Das ist eine vorzügliche Idee. Alter, jetzt muss ich die abklappern und fragen, warum die nicht abstimmen.
So, der erste ist Gnifgor. Er ist aus dem Dorf fortgelaufen, ohne vorher abzustimmen. Seine Frau sucht nach ihm. Alter! Du hast ja bereits bewiesen, dass du gut darin bist, Vermisste zurückzubringen. Dann gibt es noch die junge Radomila. Sie wirkt seltsam abgelenkt und hat sich bisher noch nicht entschieden. Und zu guter Letzt gibt es noch einen alten Fischer, Beatsbraff. Dieser Mann erhebt Anstoß am ganzen Dorf und hat jeglichen Sinn und Verstand verloren. Ich weiß beim besten Willen nicht, was in ihm vorgeht. Er hat sich noch nie zuvor beschwert. So. Sprich mit Miro Niger. Lass mal mein Pferd hier. Ich habe gehört, dass dein Mann das Dorf aus unbekannten Gründen verlassen hat. Was ist passiert? Von diesem Feigling will ich gar nicht erst anfangen. Er ist weggelaufen, um sich hinter Piastovias Mauern zu verstecken. Achso, er hatte Angst, Räuber könnten unser Dorf überfallen. Ich habe ihn seit unserer Hochzeitsnacht nicht so verängstigt gesehen. Lol. Natürlich hat er vorgeschlagen, dass ich ihn in die Stadt begleiten könnte. Sicher aus Angst vor meinem Zorn und nicht aus Sorge, aber ich bin vor dem Trubel der Stadt nicht geflohen, um einfach so dorthin zurückzukehren. Außerdem bin ich sicher, dass er dort nichts anderes macht, als wie ein Fisch in der Schenke zu trinken. Wie ein Fisch in der Schenke zu trinken. Aha. Warum hat er so übertrieben reagiert? Daran gebe ich Müsli da die Schuld. Er hat die Zweifel und Ängste meines Mannes vor Gesetzlosen eine ganze Weile lang geschürt. Ha! Sie sind beide verrückt. Sieh dir nur an, wie sie mich reingelegt haben. Alle Hausarbeiten ist jetzt mir zugefallen. Wobei ich zugeben muss, dass dieser plötzliche Geniestreich, so die Arbeit zu schwänzen, ziemlich beeindruckend ist. Trotzdem hätte ich die tollpatschigen Bastarde gerne endlich wieder. Wollte er nicht abstimmen, bevor er sich entschieden hat zu verschwinden? Das Räuberproblem könnte doch noch gelöst werden. Ich habe nicht viel von seinen wirren Geplapper verstanden, abgesehen von Gejammer, dass ohne keiner der Kandidaten etwas verändern wird und dass ich... Okay, ist schon wieder komisch geschrieben. Ich werde Pistovia nach ihm suchen. Okay. Reiten wir da mal hin und hoffen, dass das schnell geht. Der ist wirklich in der Schenke. So, ich lasse mal mein Pferd hier stehen. Da ist er doch. Na, mein Freund? Du bist neu in der Stadt, nicht wahr? Ja, ich bin hergekommen, um die feinen lokalen Getränke genießen und ein wenig vom Stadtleben zu kosten. Kann ich etwas für dich tun? Interessante gravierte Steine hast du da. Keiner davon steht zum Verkauf. Sie sind Familienerbstücke aus meinem früheren Leben. Du hättest sowieso keine Verwendung für sie. Ich glaube, diese Steine haben sogar noch einen höheren Verwendungszweck. Wusstest du, dass es eine Wahl gibt, die nicht abgeschlossen werden kann, wenn nicht alle dieser Steine abgegeben werden? Das ganze Dorf wartet auf mich. Jetzt kommt es mir noch unmöglicher vor, zurückzukehren. Sie werden mir vorwerfen, die ganze Zeremonie und alle Entscheidungsfindungen aufgehalten zu haben. Was sage ich da? Lass sie denken, was sie wollen. Ich gehe wegen des Angriffs von Gesetzlosen nicht zurück. Ihre Meinung ist mir egal. Deine Stimme könnte die Situation in Ostoria noch verändern. Beide Kandidaten haben Pläne dafür, wie man die Siedlung vor einer möglichen Bedrohung durch Gesetzlose schützen könnte. Und wenn sie falsch liegen, keiner von beiden überzeugt mich, ich komme nicht zurück, bevor nicht wenigstens die Straßen etwas sicherer sind. Mache den Oxford zu einem sicheren Ort und ich denke darüber nach, zurückzukehren. What? Immerhin ist dieses Land jetzt auch dein Zuhause und du solltest es beschützen. Alle Bewohner des Reichs würden davon profitieren, wenn das Problem mit Gesetzlosen beseitigt wird. Ich kümmere mich darum. Werde die Gesetzlosen in der Nähe von Ostoria los. Muss ich jetzt fighten? Oh, Alter. Diese Quest ist absolut seine Reputation nicht wert. Die ist ja endlos. Aber vielleicht hilft mir das in meiner Quest, den Oxford zu einem besseren Ort zu machen. Vielleicht. Ja, da vorne ist das Lager.
Okay, dann nähern wir uns mal, schießen die ganzen Idioten ab. 61 Kupferpfeile sollten reichen. wie seine Armbrust weggeflogen ist. Oh. Hey, die kommen aber auch schnell da raus. Die hauen mich. Alter. Nee, ich will nicht, dass sie mein Pferd angreifen. Okay, lassen erstmal von mir ab. Ich kann erstmal Ausdauer tanken. Weil ich habe nämlich keine mehr gehabt. Kann ich erstmal den Burschen hier plündern. Ich hoffe, der hatte eine Eisenarmbrust. Boah, es sah so aus. Dann, könnte ich sie vielleicht mal testen. Eine interessante Höhle. Er hat auch Kupferbolzen. Stachelbesetzter Knüppel? Er hat ja alles. Eisenarmbrust, 11%. Ich probiere die jetzt aus. Wo ist die? Da. Zack. So. Und jetzt haben wir... wo sind denn die Bolzen? Kupferbolzen, hier. Rein damit. Erstmal spannen. Oh, wir haben die Kuhstall freigeschaltet. Sehr gut. Okay, einen haben wir schon mal. Den anderen müssen wir noch. Also der Pfeil ging direkt ins Gesicht. Mann! Er lässt mich auch nicht spannen, ne? Perfekt! Schön. Ich hoffe, das war's jetzt. Brich mit Gnivko, ja. Sieht so aus, als ob es das war. Aber erstmal looten wir noch den anderen Idioten, den wir da erschossen haben. Und vielleicht haben die hier noch ein paar Sachen. Ja, Kupferpfeile. Schön. Richtige Mine hier. Ah, das ist ein Durchgang zu dem hier. Ach so. Lol. Interessant. Hätte die also auch von hinten. Ich hätte auch von hinten kommen können. Um die wegzumachen. Jetzt muss ich schon wieder zurück. Nach Ostoria. Um mit Gnivko zu sprechen. Ja, was ist das für ein Name? Gnivko. Aber Kuhstall
Wird auch wieder sehr viel Geld kosten. Ich glaube, Kühe sind noch ein bisschen teurer als Pferde. Der Augsbo ist jetzt sicherer als bei unserem letzten Gespräch. Ist der wirklich? Hast du die Söldner zur Unterstützung angeheuert? Sind die Räuber alle weg? Wie kann ich dir glauben? Soll ich zurückgehen und ihre Skypes einsammeln? Nein, das wird nicht nötig sein. Ich höre kein Zögern in deiner Stimme und die Flecken und Schürfwunden an deinen Händen sprechen für sich selbst. Das reicht mir. Ich mache mich bald auf den Rückweg, versprochen. Es ist beruhigend. Entschuldigung. Jemanden wie dich auf unserer Seite zu wissen. Freut mich, dass du zufrieden bist. Ich habe allein dafür Reputation bekommen. Okay. Gut zu wissen. Buchstall. Ja, das nächste ist der Bienenstock. Und das Nahrungsmittellager 3, die Scheune 3. Und irgendwann dann die Windmühle. Boah, wo man noch echt viele Punkte für, ne? Aber gut zu wissen, dass ich allein dafür jetzt schon Reputation bekommen habe. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann können wir auch gleich nochmal gucken, ob wir hier einen Fischer finden. Jemand, der für uns ein paar Fische fangen möchte. So, wie sieht's aus? Du hast eine 1, du hast eine 2, du hast eine 1, du hast eine 1, Digga. Also es ist immer schwer, jemanden zu finden, der da drin gut ist, finde ich. Aber Adelina, du siehst eigentlich ganz gut aus. Du hast auch Gewinnung 3, dich können wir auf jeden Fall noch für was anderes verwursten. Und du gehst jetzt erstmal unten in das kleine Haus rein. Und arbeiten bitte in der Fischerhütte. Ja. Danke. Und ich reite mal zurück. Ah, dafür liebe ich den Frühling in unserem Dorf, ne? Schön die Kirschblüten. Top. Gefällt mir. Die ersten Bäume hier vorne sind auch schon wieder groß. Schön. Wirklich schön. So. Dann gehen wir mal schlafen. Ah, ich muss mich um die Miete kümmern, um die Steuern. Ich guck mal, was das Lagerhaus so hergibt, was wir verkaufen könnten. Ah, ich muss auf jeden Fall den Loot von den Verbrechern loswerden. Ich hab wieder echt viel Käse zu looten. Dachelbesitzerknüppel ist natürlich auch geil. Wir haben eine Menge Flaschen und sowas alles, das können wir verkaufen, das ist gut. Lassen wir gleich im Inventar. Die Bettdecke können wir auf jeden Fall verkaufen. Wir haben noch Bierflaschen, die wir verkaufen können. Den Dung tun wir mal hier rein. Ich werde den starre besetzten Knüppel auch verkaufen, weil der einfach nicht mehr viel Life hat. Haferkorn können wir verkaufen. Ich lasse mal etwa 100 da. Ursamen können wir ein paar verkaufen. Leinsamen auch. Wir haben noch sehr viel Mehl. Wir haben verdammt viele Mohnsamen, die werde ich alle... Ach nee, nicht alle. Ein paar nicht. Brauchen wir noch was zum Einpflanzen. Wir haben ein bisschen Roggen, den wir jetzt erstmal noch dreschen müssen. Tierfutter haben wir auch noch übelst viel. Weizenkorn haben wir unglaublich viel. Ja. Also wir haben eine ganze Menge zu verkaufen. Und damit können wir auf jeden Fall Steuern zahlen. Das ist ganz gut. Wir haben jetzt wie viel Mehl? Muss ich noch mal gucken. 4700 Mehl. Das wird ein bisschen was an Kohle bringen, denke ich mal.
tun wir mal die restlichen Körner, die wir jetzt nicht vermahlen haben, wieder hier rein. Warte mal, Leinsamen konnten wir nicht zu mir machen. Nee, das macht auch keinen Sinn. Das Roggenkorn tun wir wieder hier rein. Weizenkorn. Ja, wir gehen jetzt mal verkaufen. Wir verkaufen den ganzen Bums. Wird ein schönes Sümmchen einbringen. Vielleicht können wir davon auch ein paar Kühe kaufen. Also ich würde erstmal das Geld natürlich wieder mit ins Dorf holen. Gucken, wo können wir die Kühe ansiedeln. Ja. Also vielleicht hier so. Mal sehen. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja nicht mehr so viel Platz im Dorf. Außer wir müssen nach irgendeiner Seite hin ausbauen. Ich würde es halt hier unten irgendwie fühlen. Vielleicht auch auf der anderen Flussseite, aber gucken. Wir haben natürlich auf der anderen Flussseite drüben jetzt gegenüber von den von der Kirschplantage das Problem, dass wir da zwei Bären haben. Also zwei, also ein Spawn von zwei Bären. Und ich möchte mich jetzt ungern jedes Mal, wenn ich zu meinen Kühen schauen möchte, mit zwei Bären anlegen. Wisst ihr, was ich meine? So, guten Tag, hallo, wo ist der Händler? Wo sind die Händler? So. Bierflaschen kannst du gerne haben. Meine Kohlsamen, bitteschön. Kupfermesser. Meine Leinsamen. Und da hat sie auch schon kein Geld mehr. Bei dir verkaufe ich meine vier Leinsamen noch. Metflaschen. Mohnsamen darfst du auch gerne haben. Die stachelbesetzten Knüppel, bitteschön. Die Weinflaschen. Und dann geht's ans Mehl. How have you been? Ja, die ist auch klasse, mal mit ihrer Stimme. So, Alter, ich werde mein ganzes Mehl in dieser Stadt nicht los. Ich weiß das schon. Wir werden das Mehl nicht los. Wir haben noch 3000, 7 Jahre gerade mal 1000 Mehl verkauft. So. Du hast noch 1200 Knete. Reicht gerade mal für 400 Mehl, Mann. Wo ist der Wirt hier? Der hat 2000 Money. Er hat ein bisschen mehr. Also wir haben jetzt über 10.000. Wir können eigentlich schon Steuern zahlen. Bei ihm war ich schon. Hier bei dem da war ich noch nicht, ne? Der ist jetzt erst gekommen. Der hat 1200. Kann ich meine Steuern auch in Mehl zahlen? Ich gebe dir 2000 Mehl. Sollte passen. Nee, warte mal, wo ist denn der Typ, bei dem ich jetzt Steuern zahlen kann? Da vorne. Ach, der läuft auf der Mauer. Okay, gut, alles klar. Dann gehe ich gleich mal zu ihm hin, werfe ihm meine 7000 Münzen in den Hals und sage hier, du Schmarotzer. Mach was draus. Wo er überall langläuft, ne? Also, dass man hier auch über den ganzen Wall laufen kann. Ich will auch so einen Wall haben. Das ist total... total unfair. So, wir haben Steuern gezahlt. Top. Könnte vielleicht hier auch gleich mal, wenn ich über den... über das Ding hier drüber komme... gucken, wie viel so eine Kuh kostet. Es geht. 1170. Es geht. Eine weibliche Kuh kostet ein bisschen mehr. Aber es geht. Es ist machbar. Okay. Muss unbedingt was trinken. Wir haben ja noch die Quest zum Flussdorf. Das heißt, wenn wir da zum Quest machen hinreiten, können wir ja auch noch mal die Händler abfahren, ne?
Aber ich würde sagen, wir waren ganz erfolgreich heute. Wir haben die Quest ein bisschen weitergeführt. Wir haben Reputation bekommen. Wir haben eine neue Fischerin. Ich habe Unterstützung bei meinen Schafen bekommen. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge mit Eagle Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht, den Like und das Video und vielleicht schreibt ihr auch einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Auch wenn ihr mal bei meinem anderen Projekt Enshrouded vorbeischaut. Auch sehr, sehr geiles Spiel. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.